Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, worum geht es eigentlich? Netzentgelte machen ungefähr 25% unseres Strompreises aus. Damit wird das gesamte Stromnetz, und da unterteilt man zwischen Übertragungsnetz, das sind die großen Masten, und dem Verteilnetz, das sind die Kabel, die in unseren Straßen, in den Städten liegen, finanziert. So, und dieses Thema ist wichtig, weil die Netzentgelte sind dringend reformbedürftig. Wir haben nämlich heute eine Situation, dass einfach über die Kilowattstunde bezahlt wird, egal ob das Netz belastet oder unbelastet ist. Die meisten privaten Verbraucher zahlen einfach einen Kilowattstundenpreis. Viele Industriekunden zahlen gar nichts. Und manche, das wissen wir alle, die belasten sogar das Netz, die verhalten sich netzschädlich und die kriegen da noch Anreize. Und das alles gehört dringend reformiert. Das hat die Bundesregierung auch erkannt. Wenn man im Grünbuch und Weißbuch nachliest, steht das alles drin. Nur leider sind wir jetzt am Ende der Legislaturperiode. Sigmar Gabriel verabschiedet sich aus dem Amt. Und eine Lösung dieses Reformbedarfs ist nicht erkennbar. Und ich sage ehrlich, das ist ein Fall, wo diese Bundesregierung bei der Umsetzung der Energiewende versagt hat. Das muss man ganz klipp und klar an der Stelle sagen. Das legt man für spätere Zeiten hin. Eben wurde schon das NEMOG erwähnt. Das ist ein Torso eines Gesetzes. Das mag ja mal sein, dass das mal überlegt war, dass das da der Reformansatz für die Netzentgelte sein soll. Da steht aber nur noch drin, dass die vermiedenen Netzentgelte langsam abgeschmolzen werden soll. Das ist ein kleiner Baustein dieses ganzen Themas. Und man löst noch nicht mal die Frage, wie man die Kraft-Wärme-Kopplung, die nämlich darunter leidet und die man ja ausbauen will und an der anderen Stelle fördert, wie man die denn im Betrieb halten will. Die Frage wird nicht beantwortet. Und das ist ehrlich ein Armutszeugnis für eine Bundesregierung. Und da sage ich nur, dahinter lässt Sigmar Gabriel uns Trümmer. Trümmer der Energiewende, das kann man an der Stelle nichts anderes sagen. Genauso wie die Frage, dass nach wie vor das Thema nicht angegangen wird, dass wir Transparenz bei den Netzentgelten kriegen. Es kann doch nicht sein, dass wir einen Monopolbetrieb haben in Deutschland, aber uns nicht öffentlich nicht bekannt und nachvollziehbar ist, was in diesen Monopolbetrieben was kostet. Ich kann mir meinen Netzbetreiber ja nicht aussuchen. Ich muss das zahlen. Und dann erwarte ich auch, dass hier umfassende Transparenz hergestellt wird. Das ist eigentlich auch im Energiewirtschaftsgesetz verankert. Es wird aber nicht umgesetzt. Es müsste mit klaren Regelungen hinterlegt werden. So, und dann komme ich zu der ganzen Regionaldebatte und dem Antrag der Linken. Es ist natürlich auch eine Frage der Regionalität. Und ich hatte es eigentlich bisher, Herr Barreis, als Konsens in diesem Haus wahrgenommen, dass wir sagen, die Netzentgelte für das Übertragungsnetz, das wälzen wir bundeseinheitlich, weil das ist doch auch sinnvoll. Man kann doch niemanden erklären, wenn die Leute die große Stromleitung da vor der Haustür haben, die ganz in ein ganz anderes Netzgebiet führt, dass die auch noch dafür zahlen sollen. Das finde ich nicht in Ordnung und deshalb sollte das eigentlich in das Gesetz rein. Das war auch so angekündigt in ersten Entwürfen, die wir alle in der Straßenbahn gefunden haben. Da stand das auch drin. Warum das dann rausgefallen ist, verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, das ist etwas, wo sich die Große Koalition offensichtlich wieder mal vor einer schwierigen Entscheidung drückt, weil das wäre eigentlich etwas, wo man Führung hätte zeigen können und wo man eine klare Linie dann hätte machen können. Aber Herr Klaus, was die Linkspartei dann daraus macht, das ist ehrlich gesagt, und auch wenn der Antrag 2 Jahre alt ist, wird es dadurch nicht besser. Daraus einen Ost-West-Konflikt zu machen, finde ich ehrlich gesagt skurril. Weil wenn man daraus doch, ich habe hier die Rede gehört, ich habe hier die Rede gehört von Herrn Klaus, weil das Problem findet sich nicht nur Ost gegen West, das ist viel komplizierter in Deutschland. Gucken Sie nach Bayern, gucken Sie nach Schleswig-Holstein, da gibt es eine ganze Menge Unterschiede. Und was ich ehrlich gesagt völlig falsch finde, und da bleibt Ihr Antrag leider unklar,
Das ist die Frage der Verteilnetzbetreiber. Ich hatte bisher immer so wahrgenommen, dass die Linke, wie wir auch, dafür kämpft, dass Kommunen selber ihre Verteilnetze betreiben können, dass das in der Verantwortung der Kommunen bleiben soll. Wenn Sie aber anfangen, diese Verteilnetzgebühren, ich rede nicht von den Übertragungsnetzen, bei den Verteilnetzgebühren, wenn Sie die anfangen, bundesweit zu wälzen, dann ist das erstmal ein bürokratisches Monstrum, aber es liefert denen die Argumente, die es im Neoliberalen oder Herr Hohmann von der Bundesnetzagentur hätte das auch gern, die diese Verteilnetze und die Rolle der Stadtwerke zurückschneiden wollen. Und da sage ich nur Vorsicht an der Bahnsteinkante. Da passen Ihre Argumente nicht zusammen. Übertragungsnetzbetreiber, ja, da brauchen wir eine bundeseinheitliche Wälzung. Aber bei den Verteilnetzbetreibern sehe ich diese Notwendigkeit nicht. Ich will dezentrale, möglichst kommunale Stadtwerke haben, die vor Ort das effizient gestalten können und da auch die besten Gebühren am Ende erwirtschaften. Das muss unser gemeinsames Ziel im Sinne der Energiewende sein. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Thomas Jörg, SPD-Fraktion, das Wort.